Ein neuer Anzug. Fee erhalten. In Little Odessa gibt es ein Pfandhaus, das sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Fangen wir dort an. Okay. Gute Idee. Das Schräge ist, ich fühle mich lebendiger. So geht. Ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären. Ich denke, der Anzug hört. Okay, vielleicht hilft der Craven uns ein Serum zu finden. Aber lass dich nicht wieder abstechen, okay? Ich gebe mein Bestes. Ich pass auf. Versprochen. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass McCargan, Scorpion genannt, tot aufgefunden wurde. Ja. Sein Stachel wurde wie eine Trophäe entfernt. Wir können nur vermuten, dass die Jäger dafür verantwortlich sind. Tun sie, was die nichtsnutzigen Spider-Man nicht tun. Und schalten diese Gefahren aus? Oder zieht Spider-Man endlich andere Seiten auf? Ich sage Ihnen, sollen sie sich doch gegenseitig umbringen. Sie machen die Welt nicht zu einem besseren Ort. Und je weniger maskierte Missetäter auf unseren Straßen herumlaufen, desto besser. Wenn sie erstmal weg sind, stehen uns wieder ruhigere Zeiten bevor. Wäre das nicht herrlich? Ja, klar. Hallo. Was ist passiert? Jäger. Sie sind hier seit Tagen unterwegs. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Es hat mich fast umgebracht. Ich kann dir nicht helfen. Ich kenne dieses Symbol. Bitte geh. Warten Sie. Ich kann Sie vor den Jägern beschützen. Um die geht es nicht. Ich habe das in Volgograd hinter mir gelassen. Das Feuer ist entzündet. Das ist jetzt sein Dschungel. Oh. Craven? Kravinov. Super. Das Feuer ist entzündet. Alter! MJ sagte, du wärst fast gestorben. Bist du okay? Hey, Miles. Ich hab mich nie besser gefühlt. Ich hätte bei... Warte. Wirklich? Absolut. Ja. Hey, ich ruf zurück. Ich muss Lagerfeuer ruinieren. Okay. Wer hat Lust auf ein Spiel mit dem Feuer? Okay, jetzt sind wir mal nicht mehr so stark. Zählen wir mal klar. Schön, wenn Miles auch immer wieder sagt, yo, ich ruf später zurück, ich erkläre es euch später, ich hab's zu tun. Was haben die hier getrieben? Ich muss das Ding aber da drin, oder? Also die Feuer, achso, erstmal das sind nicht, das ist das Löschen. Ja. Guckst du das auch an? Wodka aus Volgograd? Ist wohl für eine Art Party. Ich frag mich, was es zu feiern gibt. Ziemlich unhöflich von Craven, mich nicht einzuladen. Hat ja, mich wirklich, aber noch nie aufgehalten. Hallo, ich wurde zwar nicht eingeladen, aber ich möchte mitspielen. Glaubst du, Craven hat endlich gefunden, wonach er sucht? Ich bin ihn auf Sa- Habt ihr eine Genehmigung für das Feuer? Spider-Man hat's nicht genehmigt. Also, muss es ausgemacht werden. Yeah.
Die ist nicht nur hässlich, ist wie... Weg mit dir, du hässlich, ist wie... Hey du! Geschenk für dich! Hört ihr noch schon wieder aufzustehen? Bleib liegen! Meine Güte! Mal sehen, was hier los war. Mach die Tür auf! Noch mehr Luxusgüter aus Wolgograd für dieses Event? Oh, schön. Die Sachen müssen in der Nähe reinkommen. Kein Flugplatz in Sicht. Hm. Eventuell bei den Docks. Vielleicht führt mich etwas dort zu Craven. Gehen wir mal nachgucken. Ich will nicht noch mal fragen. Hab's musst du auch gesagt, nicht. Das ist alles. Wo ist der Rest unserer Lieferung? Bitte. Er braucht meine Hilfe. Hilfe! Traust dich von Craven zu stehlen? Sir, alles okay? Ja, aufzuschieben. Er und ich haben noch eine Rechnung offen. Ja. Na toll, noch mehr von euch. Kommt schon. Hier, Schütz für euch. Na schön. Nee, die reden anscheinend gern mit dir. Ich bin verprügelt ein bisschen. Zack. Noch einer. Ah. Ist gut bei Ihnen, Sir? Ganz ruhig, dir geht's ziemlich schlecht. Ah, okay. Ich helfe dir. Nicht. Ins Krankenhaus, bitte. Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Alles wird gut. Ich dachte, die würden mich umbringen. Nein, was wollten die? Auf dem Weg hierher ist etwas Fracht verschwunden. Die dachten, ich war's. Ups. Da hätten sie ihn, dann geht's nicht gut. Du bist sicher. Okay. Wohin muss ich jetzt? 718 Kind. Ich frage mich, wie es Harry ohne den Anzug geht. Nicht gut wahrscheinlich. Hey Kumpel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist los? Craven oder Kravinov veranstaltet eine Party in 718 Kent. Ich schau mal vorbei. Sieht aus wie eine Art Club. Moment, ich bin gleich da. Jetzt. Guten Tag. Ganz schön was los hier. Ich hoffe, unser VIP ist da.
Sie sind noch aggressiver als sonst. Am besten nicht auffallen, dann gibt's keine Probleme. Wie kommst du rein? Durch die Küche. Zieh dich um. Die Küche. Klassische Peter Parker-Look wird's nicht bringen. Schade, dass mein Smoking in der Reinigung ist. Aha. Oh. Wow. Ich bin ein Spion. Ein Spider-Spion. Ein Spider-Spion. Ganz kurz, ich gerade in ein... sich in ein Smoking verwandeln? In ein Smoking verwandelt. Hätte ich ja bei mir nie gehört. Hey! Hey, du! Komm mal her! Bring das zu Mr. Krabinovs Leibwächter. Seinem Leibwächter? Dima! Na los! Okay. Ich glaube, deine Schicht beginnt. Ja. Dann leg mal los. Dann suche ich mal Dima. Ist bereit. Wie können wir so schnell essen? Lass sie nicht warten. Los! Hauptsache, der Typ im Smoking ist einfach die Spielkraft. Ja. Ich würde auch immer im Smoking mein Geschirr abspielen. Sehr schick. Oh. Ich bin ziemlich schick und fühle mich großartig. Ich war in der Hauptstadt, als ich bin nicht von deinem Küchen und versuche mich anzuzünden. Das war doch nur einmal. Entschuldigung. Als unsere Basis zu etablieren. Interessante Wahl. Erinnert ihn an Bewegung, sonst breche ich dir was. Hallo, geht doch mal auf den Weg. Ein 300 Jahre alter Schlafpfeil wird nicht funktionieren. Und da bist du dir sicher, ja? Gut, dann zeig's mir. Ihm zeig ich's auch. Ja. Nimm ihn. Er soll sich winden. Das Gift ist uralt und du weißt nicht mal, wie man das Ding benutzt. Ein echter Jäger passt sich an. Gute Nacht. Schlaf gut, mein Freund. Die Jäger waren völlig verrückt. Bin überrascht, dass der Anzug auf mich gehört hat. Warum hat mein Anzug kein neurales Interface? Dann könnte ich mit Harry arbeiten, Held spielen und gleichzeitig Urlaub machen. Hast du gesehen, dass er oben die Stoßzähne aufgehängt hat? Das am Podium ist wahrscheinlich der Oberkellner. Hallo. Ist einer der Schildträger angekommen? Ah ja, er ist im anderen Zimmer beim Feuer. Stößt Mr. Krabinov heute Abend zu uns? Es gibt einige, okay. Verdammt, Craven ist nicht hier. Schildträger? Hört sich nach einem Leibwächter an. Gehen wir doch mal gucken. Ich reiß ihn mit bloßen Händen auseinander. Er ist nicht dein Ziel. Tötest du ihn, erledig dich, Craven. Das muss er sein. Hallo. Ihr Essen, Sir. Was soll das sein? Keine Ahnung. Ich soll das Mr. Krabinovs persönlichem Leibwächter bringen? Wieso glaubst du, dass ich das bin? Weil du ein fettester Raum bist? Naja, groß sind? Dima hat Hunger. Du solltest jetzt gehen. Was für ein Zufall. Das wollte ich gerade tun. Er hat zu dem Raum hinaufgesehen. Ich muss den Aufzug finden. Wenn das der Schildträger ist, wie groß ist dann bitte Dima? Es ist zu unheimlich. Ich will ihm kein Essen mehr bringen. Stell nur den Teller hin und geh. Ganz einfach.
Platz da! Oh, sorry. Nicht sorry, verschwinde einfach! Auf den Weg! Dieses Chaos hier! Wenn nicht alles perfekt ist, sind wir tot! Aus dem Weg! Nein, nicht, warte! Was bist du denn auch direkt vor der Tür? Ich hab gesagt, warte! Hast du gar nicht? Ich hatte nichts. Komm schon, komm schon! Seid still, alle beide! Sammelt schnell alles auf und weiter! Erst Dima finden, dann Kraven und sein Lizard-Serum. Ganz einfach. Ganz einfach. Du bist nicht zufällig Dima. Mist. Das erklärt das Geheimnis. Da ist jemand hungrig. Ein Tiger. Das ist neu. Das ist neu. Okay, geben wir Dima was zu essen, das nicht nach Spinnen schmeckt. Das rohe Fleisch muss irgendwo sein. Da ist es. Deswegen. Im Arbeitszimmer gibt's vielleicht Infos, wo Kraven ist. Aber zuerst dürfen mich da unten nicht sehen. Okay. Drüben ist ein Jäger. Der guckt weg, während ich die Mats essen hole. Das perfekte Essen für einen russischen Tiger-Leibwächter. Das ist ein Tiger-Leibwächter. Diese Mahlzeit muss ich noch etwas verfeinern. Wo ist der schwache Jäger? Wo war der? Da hinten, ne? Beim schlafenden Jäger ist viel los. So, guck mal, den können wir uns jetzt mal holen. Guck mal, den können wir bei der Pfeil stehen. Schlafenszeit für Dima, Schnüffelzeit für Peter. Wenn das nicht klappt, bleibt nur noch die Nachspeise. Ich. Nachspeise. Hi Dima. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Mit einem kleinen Snack. Mit einem kleinen Snack. Ein Leckerbissen vom Spidey-Koch. Kraven ist wohl zu cool für seine eigene Party. Ich sollte mich umsehen. Er könnte das Lizard-Serum hier versteckt haben. Könnte. Muss ihn gerade verpasst haben. Hat Kraven gebetet? Oh, Hauptsache, da schläft sein Leibtiger und hier stehen ein paar Löwenstatuen. Passt auf jeden Fall. Weit und breit kein Lizard-Serum. Aber was sind diese Tränke? Vielleicht ist er deshalb so abnormal stark. Hm. Dann würde ich mal proben mit, um herauszufinden, was das ist. Naja. Ich wusste nicht, dass Jagen so existenziell sein kann. Er ist belesener, als ich dachte. Mit etwas Philosophie zwischendurch jagt es sich leichter. Natürlich.
kein Serum. Diese Medikamente dienen zur Chemo im Spätstadium. Sind das auch Cravens? Es ist Zeit zu beten. Mit diesen Worten eröffnete meine Mutter jede Jagd. Andere verbrachten die Nacht bei einem Festmahl und tranken sich ins Vergessen. Wir nicht. Nicht die Kravinovs. Für uns war die Jagd heilig. Eine Pflicht, die uns vor einer höheren Macht auferlegt war. Raubtiere zwingen die Schwächeren dazu, stark zu werden. Wir formen die Welt, sagte Sima. Bei Kerzenschein teilten wir das Pascha in unserer Kapelle, fühlten wir die Vorfreude in unserem Bäuchenwuchs, waren bereit, unsere Arme zu ehren, ihr Blut durch unsere Adern fließen zu spüren. Auch wenn sie nicht mehr da ist, setze ich die Tradition fort. Die Feuerwehr zündet, die Kapelle ist vorbereitet. Heute Abend werde ich hoffentlich zum letzten Mal beten. Die Jagd beginnt, wenn ich nicht zurückkehre, umso besser. Die Kapelle ist bereit? St. Sophia ist nur ein paar Blocks entfernt. Dort muss Craven mit dem Serum sein. Dann mal los. Craven hält sich also ein Tiger. Jesus, Hörchen. Das ist aber kein Tigerstreichchen. Und der Knurrt also gar. Oh. Dima? Ob da nicht doch ein Tigerfell? Dima schläft eine Runde. Es ist nicht, wonach es aussieht? Jo! Lasst ihn am Leben! Hallo! Okay, Anzug. Mal schauen, was du kannst. Harry hat mir nicht gesagt, dass sich das so anfühlt! Ja. Fühlt sich aber gut an. Können wir es bitte immer machen? Deine Symbiotenwerke steckt die Wucht der Angriffe enorm, sondern sehr tief ist sie aus. Deine Symbiotenanzeige voll ist. Dafür gab es so viele Tutorials dafür gibt, also glaube ich nicht, dass wir das so schnell wieder ablegen. Da oben damit. Daran könnte ich mich gewöhnen. Mann, musst du dich da einmischen? Ist jetzt so. Sorry, aber dieser Party setzt sich ein Ende. Wie gefalle ich euch jetzt? Können wir bitte rausgehen? Yeah.
Mann, die will ich doch nicht stößen. Die da oben. Ja, genau. Jetzt bitte mal parieren, danke. Bleib liegen. Das habe ich gerade gesagt. Bleib liegen. Ja, greif an. So doch nicht! Du Volltrottel! Nein, so doch! Jetzt reicht's, du Asche. Meine Güte, kannst du dich vernünftig angreifen. Ich muss schnell zur Kapelle. Das war lustig. Jo. Oh, das war ich nicht. Nee. Hol dir lieber Eis. Das war der Symbiont in dir. Das ist ein Brudenikast. Finde ich eine gute Idee. Hey Pete, was entdeckt? Noch kein Kraven. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wie ist der Anzug? Komisch. Als würde er mich kennen. Keine Sorge. Ich kümmere mich um alles. Versprochen. Es ist still. Jo. Was soll das? Okay, Netze gehen wieder. Du bist es! Ich wusste doch, dass es zwischen uns gefunkt hat. Ich würde dich ja gerne besser kennenlernen, aber ich habe ein paar Dinge zu tun. Weißt du, dein Chef wird nichts Gutes im Schilde. Das ist meine Stadt, nicht sein Dschungel. Er hat Skorpion getötet, Lizard freigesetzt. Und er hat mich brutal niedergestochen. Ich möchte mit ihm reden, besonders über Letzteres. Guck mal, kann ich eigentlich... Okay, ich muss ihn setzen, okay. Der Speer ist wie ein Mini-EMP. Ja, dem sieht so aus. Ich glaube, das ist kurz Feuer einstocken. Damit können wir noch ein bisschen einfixen. Wenn wir den wollen, brauchen wir es jetzt unbedingt. Hörst du bitte mal. Aufhören zu nerven. Bin ich an meine Lebensleiste lassen. Ich habe 2 AP. So viel dazu. Da kommt der dahinter, hält dich von hinten, dieser Affe. Aber zu warten, bis ich wieder fertig bin, auf mich zu reagieren. Wirklich. Ja, halt die Fresse, Spider-Man. Ich weiß. Das ist meine Stadt. Lass mich doch jetzt mal konzentrieren. Ja, ich darf jetzt vor Feuer drücken. Lizard freigesetzt! Und er hat mich brutal niedergestochen! Ich möchte mit ihm reden! Besonders über Letzteres! Komm wieder her!
Danke. Kannst du jetzt mal richtig parieren? Du Spider-Trottel. Ja, ich weiß es, Mann, du musst mir nicht... Nicht doof, das weiß ich auch selber. Komm, wir machen es jetzt einfach so. Polieren so mal kurz die Presse. Und dann jetzt so, wie wir jetzt da haben. Das ist meine Herangehensweise. Wie erstmal. Das ist mir viel zu lange. Ich weiß nicht, Typ. Was ist los? Piss dich. Mehr kannst du nicht? Bereit zum Feuern! Hier wird nicht gefeuert. Hörst du mal jetzt auf, mir in den Rücken zu stechen? Ja, genau du. Pack deine scheiß Klinge ein. Ich versuche gerade die da oben zu holen. Aber ich krieg sie gerade nicht anvisiert. Ich geh die ganze Zeit dazwischen, Punkt. Und mich ablenkt. Mann, nerv nicht. Jetzt hol sie dir endlich mal. Danke. Wenn mich nämlich wieder auf den Nahkampf fokussiert. Mann, was habe ich gesagt? Runter! Darf ich den bitte holen? Der nervt mich. Du. Ruhe. Schön. Das war jetzt genug, Trara. Ja. Ich komme, Craven. Echt langsam, wirklich. Ich möchte ein Serum für einen Dr. Connors abholen. Na, ja, schleicht da oben rum. Du hast mich gejagt. Das ist gut. Mal sehen, ob du die Kraft hast, zu beenden, was du begonnen hast. Warum setzt du es nicht frei? Ich bin nur hier, um meinen Freund zu retten. Dong.
Ja. Genug Glockenklänge für heute. Wir bringen das später zu Ende. Meine letzte Jagd. Na. Das ist ein Fallsender dran, natürlich. Das Feuer ist entzündet.